Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Biggie. Ja, sorry erstmal dafür, dass so lange nichts auf meinem Kanal passiert ist, aber momentan geht's mir gesundheitlich gar nicht so gut, auch wenn ich jetzt lustig und fröhlich klinge. Aber vor 2 Jahren hatte ich ja einen Herzinfarkt und immer in den Wintermonaten beziehungsweise Anfang des Jahres habe ich immer wieder diese Probleme. Dann ist die Luft so feucht und weiß ich nicht, der Luftdruck ist wohl ziemlich kribbelig. Ich kann es euch nicht sagen, woran es genau liegt. Ich weiß nur, dass ich immer Anfang des Jahres, auch letztes Jahr, bei den Temperaturen und bei den Windverhältnissen und Feuchtigkeitsverhältnissen habe ich immer Probleme. Ich habe die letzten 1,5 Wochen einfach nur nichts getan und flach gelegen. Aber heute bin ich da mit einem Millicrehol. Nicht wundern, dass ich hier einen kleinen Schatten habe. Auch den seht ihr so gut gar nicht, doch ein bisschen. Aber wie ihr an der Oberfläche seht, bin ich nicht in meinem Bastelzimmer, weil da herrscht das Chaos pur, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich schon seit Wochen versuche, da aufzuräumen. Aber wie gesagt, mir geht's nicht gut und dann mache ich auch das nicht wirklich. So, und dann habe ich jetzt mal einen Millicrehol für euch. Also erstmal tut man das Papier auf Seite, das braucht ja kein Mensch. So, und zwar habe ich bei, ich lege mal, ach ja, ihr wisst ja, dass es von Millicre ist. Die Rechnung muss ja eigentlich gar nicht da liegen. Da ich die eigentlich total toll finde, habe ich nochmal 2 von diesen Stickets bestellt. Das ist Klebestifte und die sind eigentlich total cool. Verschenke ich auch schon mal gerne, weil wenn man so ein Überraschungspaket hat oder Ü-Post oder so, da packe ich die auch schon mal rein. Dann habe ich bestellt von Penny Black diesen Vogel hier. Aber ich glaube, ich muss doch noch mal gucken, ob ich noch ein bisschen mehr Licht mache. Sekunde. Jetzt muss ich hier etwas... Ich laufe jetzt einmal durchs Bild und mache Schatten. Aber vielleicht kann ich mir noch ein bisschen mehr Licht machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das Wetter ist so trübe. Aber so viel bringt das jetzt auch nicht. Naja, egal. Also ich habe von Penny Black, die gehen aus dem Sortiment raus. Da gab es nochmal extra Prozente drauf. Und ich fand das Vögelchen und der Ast einfach total süß. Und das habe ich mir dann mitbestellt. Genauso mag ich Bäume im Hintergrund. Und dann habe ich auch von Penny Black diesen Baum mir bestellt. Ja, was soll ich sagen? Also ich denke gerade so im Hintergrund ein bisschen oder auf Vellum für Trauerkarten finde ich sowas total toll. Also die 2 gefielen mir super gut. Ich weiß gar nicht, hatte ich noch was von Penny Black? Wird die Überraschung uns hier bringen? Kann ich so noch gar nicht sagen, weil ist ja alles noch in meiner Kiste. Aber die 2 Sachen, ich glaube, waren nur die 2, keine Ahnung. Ja, dann mag ich ja auch so Feen und habe jetzt von Nelly Design oder Nellys Design ganz, ganz viele Feen gekauft. Und sind die nicht traumhaft schön und haben die nicht eine super, super Größe? Also ich finde die klasse. Habe ich einmal die Fee. Dann habe ich noch die Fee, die finde ich auch total schön. Ja, was sind das? 5-6 cm? Also ich finde die klasse. Ich habe jetzt hier gerade kein Lineal, sonst hätte ich ja mal gesagt, messe ich nach. Ja, und dann noch diese Fee. Also die hat eine Blume, eine Tulpe, würde ich sagen, und die hat einen Schmetterling auf der Hand sitzen. Also von der Gestik her finde ich die auch total schön. Ich lege sie mal hier oben hin. Kann man sie dann noch? Ja, so ein bisschen, ne? So
So, dann könnt ihr das alles noch ein bisschen sehen. Verteile ich das mal so. Und die Stickets. Nein, aber ist auch nicht so interessant. Ja, und dann habe ich noch diese. Die hat auch einen Schmetterling, aber sitzt wieder auf einem Ast. Und ich finde die einfach total toll, diese Feen. Also könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde die klasse. Ja, und da wollte ich jetzt mal so ein bisschen Feenkarten mitmachen. So, und dann kommt eine Stanze. Ich muss ganz ehrlich sagen, da liebäuge ich schon, ich glaube, fast 2 Jahre mit. Auf jeden Fall schon das ganze letzte Jahr. Vor Ostern wollte ich die letztes Jahr schon haben, aber die war halt auch nicht ganz so billig und ich habe sie dann wieder auf Seite geschoben. Aber ich finde die einfach so traumhaft süß und schön und dass ich gesagt habe, ich muss sie dieses Jahr haben. Es sind 3 Dies, also gucken wir doch mal, machen wir mal eben auf, weil das kann man ja hier nie so genau erkennen. Und ich liebe halt die Stanzen von Sissix, die sind echt immer total klasse. Da kann man sagen, was man will. Ach so, also das ist eine komplette Stanze. Ich hätte jetzt gedacht, die Häschen wären einzeln. Aber okay, da muss man dann halt doch so ein bisschen basteln, wenn man es wie hier vorne drauf halt mehrfarbig haben möchte. Ist irgendwie natürlich etwas dumm. Also ich hätte, glaube ich, den Baum, ich hätte, glaube ich, alles einzeln gemacht. Das Gras einzeln, den Baum einzeln, die Blüten und die Schmetterlinge und die Hasen. Weil dann hätte man, so muss man es ja immer mehrfach aus stanzen, damit man es dann halt auch ausschneiden und anders verwenden kann. Aber okay, ich fand diese Stanze toll, ich musste sie haben. Man kann ja auch zum Beispiel, wenn man nur das Gras will, ein Stück so bis hier auskurbeln. Da muss man nicht den ganzen Baum oder sonst was machen. Das geht schon. Aber halt natürlich ein bisschen umständlich. Hätte man auch leichter haben können. Wenn euch die Preise in... Ich kann ja auch mal gucken, ob ich es jetzt alles so auf der Reihe finde. Aber egal. Ich mache erstmal weiter mit dieser Uschis Design Stanze. Letztes Mal die Rose, da hat mich irgendwas geritten. Die wollte ich eigentlich gar nicht so haben. Aber dieses Blümchen, das wollte ich dann schon haben. Da freue ich mich jetzt riesig drüber. Und diese Stanze kostet 12,95. Die waren reduziert. Die waren eigentlich 16,95. Also von daher, das Blümchen habe ich jetzt. Das steht nämlich als erstes. Deswegen habe ich das jetzt erst nochmal vorgenommen. Aber, tja, wenn ich jetzt so nach der Liste gehe, nee, das geht nicht. Die Nellys Fairy Tale Stanzen, die haben alle Male 3,50 Euro gekostet, damit ihr das schon mal wisst. Dann gucken wir mal. Marianne Design, da bin ich noch nicht. Nein, das war erstmal Fairy. Sissix Silits Bunny Sense. Die hat jetzt... Ach, die war auch im Angebot, ne? Weil die hat mal 20 Euro gekostet und die kostete jetzt 12 Euro. Da habe ich die genommen. Ja. Oder war das nicht die mit 20? Oh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die kostet 11,99. Die fand ich einfach total klasse. Was hatte ich noch drin? Penny Black. Penny Black. Den Baum, der hat 99 gekostet und das Vögelchen hat 69 gekostet. Also, aber es sind wie gesagt super Stempel. Ist auch mal wieder was anderes. Dann habe ich hier von Gimini diese ja, Sprüche. Like you, loves you, special, awesome, it's worried about you, special, some, there's no, boah, was steht hier, your, keine Ahnung, to some,
Special kann man schreiben oder man kann halt deine Sätze total formen oder zusammensetzen, wie man möchte. Dann ist hier eine Stanze, die stanzt das Wort Bunny. Ja, und hier ist so ein kleines Häschen, so von hinten, und da gibt es diese Stanze, dass man auf jeden Fall den Kopf und die Öhrchen davon ausstanzen kann. Und dass man das, was weiß ich, so, ja, das kann man hier, glaube ich, schlecht erkennen auf diesem Bild. Kriegen wir den Fokus nah ran, dass man einfach so eine halb abgeschnittene Karte machen kann. Das Wort Bunny dran und dann dieses Häschen und dann unten vielleicht auch den Stempel dazu machen kann. Also ich fand das einfach total schön. Und die ist von Gemini und die hat gekostet. Oh, ich habe ja immer so riesen Rechnungen. Sekunde, das dauert bei mir immer so was. Na, hier auf. Andere Seite. $6,95. Also, ich finde, das war ein Preis, der war akzeptabel. Also, von daher durfte die dann auch mit. Jetzt muss ich gucken, dass meine Rechnung mir nicht hier hinfällt. Dann bin ich hier im hiesigen, also, oder hier vor Ort in einem Dutch Dabadoo Bastelworkshop einmal im Monat. Das ist ja der Bastelladen hier vor Ort. Und ich liebe halt diese Dutch Dabadoo Schablonen. Es sind ja keine Stanzen, es sind Schablonen. Und ich fand einfach, man muss da mal, oder ich finde, man sollte die einfach mal der Öffentlichkeit etwas näher bringen, weil die sind absolut toll. Die Dutch Dabadoo hat jetzt gekostet. Jetzt muss ich nachgucken. Sekunde. Dutch Dabadoo 4,95. Und man kann damit wundervolle Karten machen. Das würde ich euch gerne auch mal zeigen. Und vielleicht werdet ihr genau wie ich ein Dutch Dabadoo-Freund. Also ich mag sie unheimlich. Und habe auch schon mehrere davon. Weil, wie gesagt, ich bin in diesem Workshop drin und habe dann halt bei Michaela die gefunden, habe gedacht, die muss es sein. Ich muss gerade aktuell sowieso eine Karte basteln für ein Baby. Also kriegen wir das wohl hin, dass wir das zusammen machen. So, dann habe ich hier von Wessen Kreativ ja, eine Herzstanze. Dann sind hier noch so ganz zwei kleine Stanzen. Das seht ihr, glaube ich, gar nicht. Da kann man Löcher in dieses Herz mitstanzen. Entweder hier und hier. Und dann gibt es hier so eine, ja, eine Stanzform für so ein Banner. Und dann kann man das durch dieses Herz da durchmachen. Und die Sprüche sind dann: Hab dich lieb, Dankeschön, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, für dich viel Glück. Gute Besserung von Herzen für dich, alles Liebe, viel, nee, lieben Dank und, boah, was steht da? Von Herzen liebe Grüße. Das war jetzt ein bisschen klein und ich habe mal wieder keine Brille. Aha, ich und meine Brillenlosigkeit. Aber dieses Teil wollte ich unbedingt haben, weil ich habe das, ich habe euch das Herz in einem Video gezeigt, Ende letzten Jahres. Da habe ich noch gesagt, da hatte ich bei Dahlia Bastelshop gewonnen in der Adventsauslosung. Und sie hatte mir dieses Herz auf mein Päckchen gemacht. Und da habe ich noch gesagt, boah, wie hat sie das wohl gemacht und wo kommt das her? Und dann hatte Michaela mir gesagt, dass es davon halt eine Stanzform gibt von Wir sind kreativ und die musste ich dann natürlich sofort haben. Baba, ging nicht anders. Und dieses Teil hat gekostet. Dum, 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 dum. Wo sind wir denn? Ohne Brille da. 15,95. Aber wenn ihr bedenkt, da ist 1, 2, 3, 4 Stanzformen bei. Ich meine, das hätte jetzt man auch einzeln machen können. Eine. Aber finde ich gar nicht so schlecht. So kann man gleich beide ins Herz reinlegen und sagen, okay, ich möchte mein Banner halt so oder hier rechts und links und das Banner soll so.
Also, oder von da nach da. Wie man halt möchte, kann man dann halt die Schlitze dafür machen. Das hätte man auch noch ausschneiden können mit einem Cuttermesser. Aber ich sag mal, so hat man auf jeden Fall immer die perfekte Größe. Und das finde ich eigentlich ganz gut. So, wie gesagt, 15,95 für die Stanzen mit den Sprüchen, nichts gegen einzuwenden. So, Rechnung wieder auf Seite. Dann hatte ich vor einiger Zeit schon dieses Blatt bestellt. Das war damals nicht lieferbar. Michaela hatte mir dann die kleineren dazu getan. Aber auch dieses Blatt finde ich einfach vielfach einsetzbar und wunderschön. Der Herbst ist zwar vorbei, aber der kommt doch jedes Jahr wieder, Leute, oder? Ist doch nicht so, als wenn es den nicht mehr wieder gäbe. Ja, dann habe ich hier noch was. Und, oh Leute, die sind so, so toll. Ihr werdet es nicht glauben. Jetzt muss ich erstmal gucken. So. Also einmal habe ich Woodsters. Das ist ein Holzhirsch und ein Holzreh. Die kosteten zusammen 1,99. War es mir auf jeden Fall wert, weil ich liebe Hirsche und ich liebe Rehe. Also von daher für mich waren die optimal. Dann muss ich noch mal gucken, was war das denn jetzt? Achso, dann habe ich noch von Cosmic dieses Opal Polish in Lemon. Da waren 10% drauf, das kostet 6,95 eigentlich. Und ich habe es jetzt für 6,25 bekommen. Also den möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil dieser Lemon-Ton, also so ähnlich wie dieser Lemon-Ton, etwas dunkler ist meine Wandfarbe hier. Und von daher war das die Farbe, die ich gerne mal hätte. Dann ist hier drin Glossy Essence. Das wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das so ist mit diesem Glossy Essence. Und da ich, wie gesagt, das noch nie benutzt habe, habe ich erstmal nur so eine kleine Flasche bestellt und habe gesagt, ich möchte erst gucken, wie das ist, um dann zu entscheiden, nehme ich noch eine größere oder nicht. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken, was der gekostet hat. Wo finde ich ihn denn jetzt? Da. 2,95 hat dieses Fläschchen gekostet. Ich weiß, die größeren sind billiger, aber es hilft mir nichts, wenn ich eine große Flasche kaufe. Die ist erstmal teurer und wenn es mir dann nicht gefällt, habe ich eine große Flasche da stehen. Also von daher eine kleine Flasche zum Ausprobieren. So, und jetzt muss ich noch gucken, wo ich die hier finde. Bei Doughcrafts. Also auf jeden Fall, ich finde sie gerade nicht. Ich war ja bei Michaela, wie ihr wisst. Da hatte ich erstmal die gesehen und auch diese wundervollen Holzornamente. Und ich habe die gesehen und habe mich sofort in diese Form und in diese, ja, in diese Blüte, sag ich mal, verliebt und habe gesagt, die musst du mir bestellen. Aber ich suche jetzt gerade, was die gekostet haben. Wo finde ich sie denn jetzt? Hm.
Also wer es noch wissen will, die Glue Pens von Stickit, die kosten 1,50. Aber ich finde gerade nicht... Ist das Craftsmith? Nein. Das Hirsch und den Reh habe ich gefunden. Marianne Nanny Single Studio Light. Leute, ich glaub's doch nicht. Ich finde diese Holzteilchen hier nicht. Keine Ahnung. Ich finde hier gerade keinen Preis. Ich kann es euch nicht sagen. Müsstet ihr in der Gruppe leider nachgucken. Tut mir leid. Aber weiter geht's. Ja, die Luftpolsterfolie brauche ich nicht, weil jetzt... Oh, ach, da ist noch was zum Schnitzen. Komm mit Papier hin. Danke, well. Kennt ihr die Efteling in Holland? Ich bin ja jetzt Holländerin. Nein, ich bin immer noch Deutsche. Ich wohne nur in Holland. Ich habe bekommen eine Rolle Mini-Mentos. Oh, wie süß. Ich liebe Mentos. Und wenn mein Hase die sieht, sind die in 2 Sekunden weg. Wir haben also immer Mentos in beiden Autos. Das ist, weiß ich nicht. Während der Fahrt mögen wir die unheimlich gerne. Sorry, dass ich jetzt hier ein bisschen laut rumknistere. Aber ihr wollt doch bestimmt meine Blogs sehen und meine Papiere, die ich mir gekauft habe, oder? So, ich schiebe das Ganze jetzt hier erstmal ein bisschen aus dem Bild raus, damit wir Platz haben für die Papiere. So, dann habe ich als erstes hier Nina Nana, ein Paperpad quasi für Jungs, da ich auch die Babykarte für den Jungen machen muss. Habe ich gedacht, boah, wenn sie dann aufgehen, ist ja nicht so, als hätte man nicht überall eine Schere liegen, ne? Nein, ich habe ja schon das Paket aufmachen müssen. Also von daher. Manchmal gehen die Dinger echt schwer auf. Und da ich die sowieso, diese losen Blätter aus den Papieren raushol und die in mein Regal lege. Ich habe von Ikea diese CD-Regale, da habe ich meine Stampin' Up Stempel drin und auch noch andere Sachen in halt diesen DVD-Höhlen. Ja, und dann habe ich so zwischendurch immer so 4-5 cm große Fächer, weil es sonst mit der Aufteilung nicht hinkommt. Und da habe ich halt auch diese Papiere liegen, die halt lose sind und nicht im Block. Damit ich die nicht immer suchen muss. Oh, ist die süß. Also einmal hier mit Kätzchen. Oh, wie schön. Baby Boy, Little Prince. Oh, Häschen. Oh, wie schön. Oh, Hammer. Finde ich schon toll. Gefällt mir schon. Ach, und die sind ja alle doppelseitig. Oh mein Gott, also der ist nur blau hinten. Der ist gestreift. Ja, das ist schon gut, dass der nur blau ist. Ja, hier ist so ein Wabenmuster und hinten so ein... wie nennt man dieses Chanel-karierte? Also man kann es ganz schlecht erkennen, weil es so furchtbar klein ist. Ich weiß nicht, kriege ich den Fokus darauf? Also dieses Chanel, was es in Schwarz-Weiß gibt, ist hier in Blau. Total cool. Ja, weiß mit hellblauen Pünktchen. Auf der Rückseite umgekehrt, hellblau mit weißen Pünktchen. Hier auch mit größeren, sehr schön, gefällt mir. Also sehr dezent, sehr schönes Blau. Und hier ist es blau mit blauen Pünktchen. Oh, also dieses Designpapier kann ich wirklich nur empfehlen, wenn jemand Babykarten basteln muss. Hammerschön. Ja, und dann hier einmal halt schräg und so ein blaues Muster. Und hier haben wir Streifen längs und hellblau. Ja,
Das Wetter ist gerade nicht so toll. Jetzt habe ich hier echt diesen Schattenwurf. Hier ist ein Ga Boah. Ich weiß nicht, ob die Kamera das eingefangen kriegt. Ich glaube nicht. Hier ist so ein zartes Karo-Muster drauf. Das ist echt der Hammer. So wie so ein Schottenrock. Hier ist weiß mit blauen Pünktchen. Also ganz, ganz zart und zierlich. Also optimal finde ich das für Babykarten. Sondern hier sind wieder so Tags oder halt auch Aufleger. It's a Boy, My Little Prince, Dream Sweet Dreams, Welcome Baby. Oh, schön. Ja, und dann das noch und kariert. Und ich glaube, jetzt geht es wieder von vorne los. Ja, also jedes Design ist zweimal vorhanden. Es sind 24 Double-Side-Papers, also jedes Mal zwei, also 12 verschiedene Designs und wunderschön. Da freue ich mich echt drauf, da was mitmachen zu können. Dann habe ich von Mintay bei Carola diesen Block. Ihr kennt ja ich und meine Hirsche und Rehe. Und guckt euch das an. Oh, wie süß. Ein Regenschirm. Reglampen. Decken, Blätter. Hund. Eichhörnchen. Apropos Hund. Wo ist mein Hund eigentlich? Hammer. Schön. Oh, das sind echt tolle Papiere. Herrlich. Oh mein Gott. Dieses Wood ist ja auch total klasse. Oh, schön. Da muss ich echt gucken, ob es den in 8x8 gibt. Den muss ich haben, wenn es den in 8x8 gibt. Oder habe ich ihn schon bestellt? Muss ich mal gucken. Keine Ahnung. Oh, guckt euch diese... Oh, ich bin verliebt. I'm in love. Das ist so ein Streichel-Mich-Papier. Nein, und gerade so für die Dutch Dabadoo-Karten, 8x8 wäre das optimale Format, um daraus was zu machen. Muss ich ganz, ganz ehrlich feststellen. Die großen, habe ich festgestellt, sind mir manchmal etwas zu groß, weil die Motive auch zu groß sind. Aber jetzt wiederholt es sich. Also es ist wahnsinnig schön, dieser Block. Ja, tolle Sachen, tolle Papiere. Und alle Papiere sind, glaube ich, viermal drin. Steht das hier irgendwo drauf? 240er Grammatur hat das Papier. Und es ist 4x12 verschiedene Designs. Und ich gucke auch, was es gekostet hat. Weil den hatte ich, den Minty habe ich doch eben irgendwo gesehen. Der hat 4,95 gekostet und das hier ist von Ciao Bella, der hat 6,50 gekostet. Also das Babypapier hier von Ciao Bella hat 6,50 gekostet und dieser hier hat 4,50 gekostet und dieser Sound of Spring, ist das richtig? Nein, das ist L'Enfant, nicht Jean Bella. Wo habe ich denn jetzt L'Enfant? Der hat 5,95 gekostet. Den guckt man sich. Achso, den haben wir ja schon. Den geht wieder auf Seite. Oh, Sekunde. Den muss ich erst aufschneiden. Wie das denn manchmal so geht, ne? Ich mache hier mal eine Pause, ich hole mir ein Cuttermesser. Wir machen gleich weiter. Sekunde, bis gleich. So, da bin ich wieder, ihr Lieben. Ich habe jetzt gleich alle Blocks ausgepackt. Ich habe auch noch den Preisen gesucht. Den habe ich immer noch nicht gefunden, obwohl ich Häkchen dran gemacht habe. Ich vermute, das wird eine Nachlieferung gewesen sein. Das kann ich jetzt aber gar nicht sagen. Egal. Die anderen Preise kann ich euch sagen. Das zum Beispiel ist von L'Enfant ein Frühlingsblock
Und das gefiel mir halt schon sofort, als ich den gesehen habe, weil es immer die gleichen Papiere waren. Kostet 5,95, sind 6x6 Inch und 36 Sheets, also 36 Papiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also von jedem Papier dreimal. Ne? 6 und 6 sind 12, mal durch 36. Jedes Papier ist dreimal vorhanden. Also zeige ich euch jetzt erst einmal eine Fuhre. Das ist einmal bunte Blümchen mit weißem Papier und bunten Pünktchen. Die Wetterverhältnisse, Leute, bitte nicht traurig sein, dass es jetzt so duster ist, aber ich kann nichts dran machen. Ich habe schon Licht im Wohnzimmer an und es wird immer dunkler hier. Deswegen drehe ich das jetzt auch ein bisschen schneller durch. Türkis Blümchen mit Gelb und dasselbe Papier dahinter. Also wie ihr seht, es ist immer ein Blümchenpapier und ein gepunktetes Papier, was zusammengehört. Und ich finde die einfach total schön, gerade jetzt für Frühling, für Osterkarten. Denke ich, kann man die super verwenden. Grün mit grünen Punkten, grau mit grauen Punkten. Ja, und dann geht es wieder von vorne los. Und wie ihr seht, was? Da war ein Lila. Habe ich jetzt gerade Lila gesehen? Habe ich ein Lila überschlagen? Nein, oder? Nein. Das sah gerade echt so aus. Ach, das war das Grau. Ach, guckt. Dumme Lichtverhältnisse hier. Ja, von dem kann ich euch jetzt leider keinen Preis zeigen. Das ist ein 12x12 Papier mit einer 160er Grammatur, die also etwas dünner ist. Super gerade für meine Dutch-Stabadu-Karten, weil da hat man immer mehrere Papierschichten übereinander und dann ist so ein dünneres Papier echt toll. Also da muss ich mal bei Michaela gucken, was die sonst noch von Paper Tree für Papiere hat, weil das ist echt eine super Sache. Ja, und wie ihr seht, das sind auch super schöne Papiere. Diese Schädel, ja, diese Blumen halt mit den Federn. Ich finde den Mohn so toll. Ja, nochmal so Schädel und wieder Blumen mit. Oh, jetzt kriege ich wieder Schluck auf. Also ganz ehrlich. Das finde ich ist auch ein sehr schönes Hintergrundpapier. Ja, und jetzt wiederholen sie sich also schon. Wie ihr seht, ach, das habe ich euch, glaube ich, gar nicht ganz gezeigt. Ein wundervolles Papier. Ich mag diese Mohnblumen, also wirklich. Und ja, mir gefallen sie. Und ihr müsst immer bedenken, selbst wenn ihr solche Blöcke habt und euch gefallen nicht alle Papiere, ihr könnt immer noch diese weißen Rückseiten nutzen, als, ja, nicht als Karte Grundlage an sich, aber als Aufleger zum Beispiel. Wenn ihr eine schwarze Karte macht mit einem weißen Aufleger drauf und dann wieder irgendwas Schwarzes oder anderes drauf, dann fällt das nicht auf, dass da von hinten ein bunter Druck drauf ist. Also, wenn ihr euch mal einen Block kauft, wo euch nicht wirklich alle Papiere gefallen, ist das immerhin noch eine super Alternative, was ihr damit machen könnt. So, ich lege den mal auf diese Seite. Dann habe ich von Stamperia und Ciao Bella, das sind ja eigentlich so meine Lieblingspapierhersteller. Diesen Kosmos-Block und ist der nicht der Hammer? Allein schon das Deckblatt ist der Hammer. Und was ich natürlich auch immer toll finde bei Stamperia, die Papiere sind farblich so aufeinander abgestimmt, da kann man jetzt ein Kraftpapier als Hintergrund nehmen und fertig ist die Kiste. Also, das ist so klasse, das finde ich so, so toll und die Motive, die sind alle so Hammer. Der Wolf, nochmal ein heulender Wolf. Zwei Hirsche, noch ein Hirsch. Die Eule. Die Kröte finde ich sogar cool. Ich finde sogar die Kröte richtig mega cool. Der Vogel ist schön. Die Feder. Ja, und auch hinten drauf. Die kann man also einfach ausschneiden in ein Tech-Fach tun oder halt. Ja, nur eine Ecke aufkleben, dass man halt was dahinter stecken kann.
Ja, und dann hier dieses astronomische Bild mit einem Mond, sag ich mal, ist nicht der Mond, aber ein Mond, der halt ziemlich bunt gehalten ist. Oder hier dieses astronomische Bild mit den Sternzeichen, also der Sternzeichenkreis. Ich kenne mich da nicht so wirklich mit aus. Also, wenn ich da was Falsches erzähle, bitte nicht übel nehmen. Ja, und hier hat man dann auch ein paar Sprüche. Hier, trust the magic of the new begins. Believe. Also, ist zwar auf Englisch, aber ich mag's. Mir ist dann egal. Und ganz ehrlich, wenn man diese eine Seite mit den Sprüchen nicht mag, hat man ja immer noch die andere Seite. Dann dieser Wolf, ist der nicht Hammer. Also, geil, oder? Total cool, gefällt mir richtig, richtig gut. Auch hier diese Hintergrundpapiere, hier nochmal. Ne, total schön, total stimmig. Und alles passt auch super zueinander. Hier sind wieder so Text. Hirsch, Mond, Eule, nochmal Hirsch, Wolf und der Vogel. Also, Hammer. Oh, mein Kühlschrank piept schon wieder. Also, dieses Piepen im Hintergrund ist unser Kühlschrank. Und das ist mir gerade erst aufgefallen. Ich höre das schon manchmal gar nicht mehr. Er kriegt immer so Attacken und fängt dann an zu piepen. Dann muss ich den immer wieder richtig rücken, weil der ist so fein kalibriert. Sobald er ein bisschen aus der Waage ist, fängt er an zu piepen. Irre. Einfach nur irre. Also, ganz ehrlich, den würde ich nie wieder kaufen. Aber egal. Der ist jetzt da. Und jetzt müssen wir damit leben. Ja, und dann die letzten beiden Bilder. Wie ihr seht, ein wahnsinns toller Block. So, dann habe ich von Craftsmith. Dieser Block war im Angebot und der ist einfach nur der Hammer. Der hat gekostet 10,90 Euro. Da sind 48 Sheets drin. Ja, und ja, ich will nicht spoilern. Ich habe dahinter nämlich noch einen tollen Block. Ist der nicht geil? Ist der nicht einfach geil? Also es sind 24 verschiedene Designs. Jedes Design ist zweimal vorhanden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der absolute Wahnsinn. Diese Papiere sind so, so schön. Hammer. Ich blätter gleich die zwei rüber. Das ist auch ein sehr schönes Papier. Aber jetzt nichts Besonderes. Das ist einfach nur ein Hintergrundpapier oder halt für eine Umverpackung irgendwas zu machen. Aber jetzt kommt wieder eins. So. Mein Streichelpapier. Ich liebe Schwarz und Gold und Schwarz und Silber. Also, ihr kennt mich ja inzwischen. Das sind so meine Farben, ne? Schwarz ist auf jeden Fall meine Lieblingsfarbe. Obwohl es ja gar keine Farbe ist in dem Sinne. Aber egal, Schwarz und Weiß sind ja keine Farben. Das ist auch sehr, sehr, sehr schön. Ja, das war jetzt nur einmal. Das finde ich auch nicht schlecht. Also so gerade als Hintergrund auf einer Karte macht das sich vielleicht ganz gut. Das ist sehr, sehr schön. Also Pink ist ja auch wie Rosa einer meiner Lieblingsfarben mit. Das geht jetzt, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ist berauschend. Aber ganz ehrlich, in so einem Block hat man immer mal ein Papier, was einem nicht gefällt. Und dann kann man halt einfach, wie gesagt, als entweder Schmierpapier oder als Untergrund oder sonstiges, man kann es immer noch verwenden. Ne? Das ist wiederum sehr schön. Weil mattieren kann man damit alles. Ja, das ist auch sehr schön. Live every moment. Aber leider, das ist so ein Papier, wo ich sage, schade. In 30x30, man hängt sich nicht 1000 Bilderrahmen in der Größe hin, wo man sämtliche Sprüche reinmacht. Wenn es jetzt 15x15 wäre, dann könnte man immer noch rechts und links und oben und unten was abschneiden auf einer 15x15 Karte. Aber so große Karten bastelt man halt nicht. Also von daher finde ich das immer etwas schade. Aber okay.
Hier haben wir das mit der Blume nochmal in rosa. Ja, dann kommen halt Einsteckkarten oder Tags oder was man auch immer draus machen möchte. Project Life Karten mit To-Do-List, Today, With Love, Thank You. Ja, und die anderen sind halt Blanko. Kann man immer brauchen, geht immer. Hier ist wieder so ein tolles goldfoliertes Papier. Da ist dasselbe, was wir eben in Schwarz-Weiß hatten, in Schwarz-Pink. Ist auch sehr schön. Das, finde ich, ist ja lustig. Also da bin ich echt mal gespannt, was mir dazu einfällt. Ich finde das irgendwie total schön, das Papier. Aber habe jetzt halt natürlich noch keine Idee. Das kommt meistens immer erst beim Basteln, dann kommt so die Idee. Das ist auch sehr, sehr schön. Pink. Ja, das ist auch sehr schön. Na, jetzt kommt wieder so Aquarellpapiere. Die liebe ich auch total. Die finde ich total klasse. Die kann man auch immer irgendwo gebrauchen. Das ist auch sehr schön. Ist auch, finde ich, sehr schön für Verpackungen. Und dann irgendwie eine große Blume drauf. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, das ist auch ein sehr schönes Papier. Das ist mega. Vereint wieder alles von dem, was ich liebe. Ja, das ist natürlich auch sehr schlicht und schön. Ja, und das war's auch schon. Und jetzt, tadap. Also hatte ich gesagt, dieser Block war reduziert und kostet 10,90 Euro. Jetzt haltet euch fest, jetzt kommt das absolute Schaubella-Papier. Und ich bin schon vom Cover, genau wie bei dem Kleinen, echt verliebt. Aber ich habe natürlich schon beim Aufschneiden oder vielmehr rausholen einiges gesehen und habe gedacht so, oh, wie Hammer ist das denn? Also das ist jetzt nicht Hammer, aber schön. Aber das ist das, was ich sage, da braucht man jetzt eigentlich einen Rahmen für, in der Größe 30x30 oder vielleicht noch größer, dass man nochmal einen weißen oder einen blauen Rand machen kann. Und dann kann man hier innen drin irgendwas machen, vielleicht den Namen oder Name, Geburtsgewicht, Datum, was weiß ich, was man dann als Erinnerung im Kinderzimmer aufhängt. Aber ansonsten ist dieses vom Design hier eigentlich unnütz, weil in so große Alben macht man nicht. Das ist also einfach wirklich nur, wenn man halt ein Bild daraus machen möchte. Das wiederum ist da, dafür ist es sehr schön, aber ansonsten das speziell jetzt nicht unbedingt, aber guckt euch mal hier dieses Häschen an. Das kann man ja perfekt da rausschneiden, also von daher Hammer. Nein, ich muss es andersrum legen. So, die sind beidseitig bedruckt, diese Papiere. Und sind die nicht schön, die muss man einfach nur ausschneiden auf einer Karte drauf. Da braucht schon nichts anderes quasi fast mehr drauf, also... Oder vielleicht noch Hello Little One oder Hallo Baby, wie auch immer. Und dann hat man schon eine perfekt fertige Karte. Und von hinten dieses Bärchen, voll knuffig. Ich bin so verliebt und das sind Herzchen. Oh, ich bin in dieses Papier echt schockverliebt. Hier haben wir wieder Sternchen. In Blau und in... Ich spoiler schon. Ja, und hier ist dieses Häschen nochmal. Das ist, was vorne drauf auch war. Einfach nur herzallerliebst. Und man kann also auch alle Papiere benutzen. Auch hier draus kann man ja eine Karte machen, so eine Grundkarte als Aufleger. Und dann halt draufstempeln oder noch was ausschneiden und drauf machen. Also diese Papiere finde ich echt super, super schön. Das wären schon fast wieder fertige Karten, wie auch immer. Und da ist auch wieder das Bärchen mit diesem Babyturm. Einfach nur niedlich. Das finde ich eigentlich auch ganz süß. Entweder schneidet man sich die Sachen raus, die man gerne hätte und klebt sie dann als Pop-up nochmal drauf. Oder wie zum Beispiel, ich finde bei dem Kinderwagen, was mir da nicht gefällt, oder bei dieser Wiege oder Wippe,
dass da keine Räder dran sind. Das wird mich also irgendwo nerven. Ich meine, sicher kann man Kreise ausstanzen und das dann selber noch dazu machen. Aber weiß ich nicht. Hätte ich schöner gefunden, wenn sie schon dran gewesen wären. Aber ansonsten für auf eine Babykarte hier so ein Kokoroll. Ja, wir nannten die früher Kokoroll. Kreisel. So ein. Da muss man immer drauf. Und dann drehen die sich ja weiter. Also ich habe das als Kind geliebt. Ich weiß das noch. Aber die kann man ja einzeln ausschneiden, auf einer Karte noch drauf drapieren mit einem Abstandshalter, ne, so ein Dimensional. Ich finde das schön. Und guck mal hier. Zock verliebt. 9 Häschen. Also einfach nur der Burner, oder? Ja, und dann auf der anderen Seite ist das Papier so, wie man es halt gerne möchte. Aber ich denke, die nimmt jeder als Häschen, oder? Ja, dann haben wir nochmal Häschens. Häschens, alles kleines Zuckerhäschens. Also Hasen ist so meine zweite Liebe nach Hirschen. Hammer. Also dieses Papier ist echt der Hammer. Und auf der anderen Seite ist es halt Uni. Nein, nicht Uni, so kariert. Und nochmal ein Häschen mit einem Kuscheltier. Und wenn man sich bedenkt, das sind 9, 18, 27, 36 Motive, wo man wirklich die Motive ja ausstanzen kann, auf einer anderen Karte drauf machen können und schon 36 Babykarten machen könnte. Also von daher. Achso, was ist denn hier hinten drauf? Oh, die Blumenwiese, die finde ich auch total knuffig. Also man muss sich dann natürlich manchmal entscheiden, wie man sieht. Was war auf dem Häschen? Ach, das war das karierte. Ja, hier das Häschen mit der Mond und dem Kuscheltier, auch total knuffig. Hinten drauf sind Herzchen. Hier das Häschen auf gestreiftem Untergrund. Und hinten drauf ist so ein... Oh, Chevron. Chevron ist auch so ein Muster, was ich liebe. Zickzack. Aber man nennt sie eigentlich Chevron. Ja, und dann hier kleine Badeentchen. Oh, wie drollig. Oh, wie süß ist das denn? Guck mal hier, dieses Häschen in der Badewanne. Das kann man auch hier irgendwie abschneiden und schon auf einer Karte draufkleben. Da hat man schon ein fertiges Motiv. Süß, einfach nur süß. Ja, und dann von hinten nochmal gepunktet. Auch ein sehr schönes Papier. Und hier haben wir Sweet Lullaby. Boy, it's a boy. Perfect. Adorable. Das ist Italienisch, das kann ich nicht. My little treasure, Baby, für Baby, it's born. Good night, little prince. Das ist auch Italienisch, Inato. Also, Ciao Bella kommt ja aus Italien, also von daher sind also auch italienische Sprüche. Aber wie gesagt, wenn man es nicht brauchen kann, hier ist es ein Baby in Deutsch und so. Boy. Also es ist viel Englisch, ein bisschen Deutsch nur. Aber es versteht doch jeder. Ist doch nicht so, als wenn man es nicht verstehen würde. Und selbst wenn man es nicht so brauchen kann, man hat doch immer noch diese geile Rückseite, oder? Also von daher ein absoluter Traumblock. Absolutes Traumpapier. Ich bin hin und weg und ich bin so glücklich, dass ich da doch diesen großen Block noch von gekauft habe und die sind für 11,95 diese Ciao Bella Papiere und es sind 24 Designs, also 12 Papiere und 24 Designs. Ja, und dann habe ich noch The Sound of Spring, auch von Ciao Bella, weil wie gesagt, ich liebe immer noch Ciao Bella. Und das ist eigentlich auch sehr schön hier. Man kann entweder hier dieses Papier so benutzen oder man kann es also auch von der Seite benutzen. Aber ich finde auch hier, dieses Teil ist einfach schon super für auf eine Karte drauf. Da braucht man schon gar nicht mehr so viel anderes zu machen. Also von daher, tolle Papiere. Wieder meine Mohnblumen.
The sound of the butterfly is music of the spring training. Schön. Be you. Also sei du. Oh, oh, die Papiere sind... Oh, wie schön mit den Ornamenten und den Schriftzügen. Oh, Traum. Traumhaftes Papier. Oh, ich bin so verliebt. Ja, hier ist wieder ein Schmetterling mit einem italienischen Spruch. Aber den kann man ja auch einfach nur ausschneiden. Oder wenn man halt einen Italiener beschenken möchte. Wer weiß. Ist ja nicht so, als hätte man keine Freunde irgendwo ganz auf der Welt. Bei mir sind sie so alle meistens englischsprachig und keine italienischen dabei. Aber ist ja egal. Das muss ja auch nicht sein. Guckt euch an, wie traumhaft. Oh, Hammer. Das ist so eine Magnolienblüte, wenn ich das richtig sehe. Ich liebe Magnolien. Ich habe auch zu meinem Hasen gesagt, ich möchte einen Magnolienbaum im Garten. Und warum habe ich keine Brille genommen? Also ist ein englischer Spruch. Ist auf jeden Fall irgendwas mit Painting ist. Kann ich nicht lesen. That is a scene. Rather than fell. Irgendwas mit poetisches Malen. Geil. Kann ich also nicht so ganz entziffern. Ist ein bisschen ineinander verschlungen. Ist aber auch nicht so tragisch. Das ist wieder wahnsinnig schön. Auch vom Farbton mal anders. Meistens sind die ja nur im Beige gehalten. Mit dem Rosé finde ich das auch total klasse. Ja, das kann ich lesen. Soul Dreaming. Also. Und auch hinten. Also, die Papiere sind einfach zum Verlieben. Sorry. Die sind echt, echt schön. Fallen in Love. Oh, wie geil. Und dieser, dieses Kohlmeißchen hier oben. Hammer. Ja, ich gehe mal davon aus, soll ein Kohlmeißchen sein. Farblich kommt es nicht ganz so hin, aber von der Zeichnung her ist es eine Kohlmeise. Auch total schöne Papiere. Und hier ist sie nochmal. Ist sie nicht der Burner? Boah, ich bin so schockverliebt, Leute. Ich weiß gar nicht, ich kann nicht jedes Mal sagen, Hammer, toll, klasse, geil, genial. Das sind einfach, ich meine, jeder von uns, der Karten bastelt oder überhaupt mit Papier bastelt, der so ein Papier sieht, der ist doch begeistert, der ist hin und weg. Das, ich meine, okay, außer es sind nicht deine Farben, aber das sind eigentlich, für jedermann ist da irgendwas bei. Oh, diese Katze. Oh, ich weiß auch schon, wofür die ist. Meine Freundin kriegt die zum Geburtstag auf einer Karte drauf, weil ihre Katze, sie hat zwei und sie hatte eine kleine rot-weiße und die hat man ihr geklaut. Und in der Gegend, wo sie wohnt, werden viele Katzen geklaut und das war noch eine junge Katze. Und sie hat sie unheimlich vermisst. Und ich finde, die sieht der Lissi ein bisschen ähnlich. Ich meine, hat sie zwar noch schwarz, aber so vom Gesichtchen her. Also die kriegt meine Freundin auch für ihre Geburtstagskarte. Die ist schon verplant, die ist schon weg. Schön. Hammer. Einfach schöne Papiere. Ja, Just Love. Passt auch jetzt noch zum Valentinstag. Oh, das finde ich auch sehr schön. Ja, und dann hier die blaue Iris. Oh, auch so eine wunderschöne, traumhaft schöne Blüte. Und dann mit diesen Barockmustern. Klasse. Klasse. Einfach nur klasse. Oh, das ist jetzt so ein bisschen wild. Nicht schlecht, aber wäre mir jetzt ein bisschen zu unruhig. Aber wer braucht mehr, wenn man das Papier hat? Keiner. Ja, und dann last but not least, einmal Uni Rosa. Und dann haben wir hier wieder so ein Tag mit der Katze. Herrlich. Wunderschön. Hello Spring. Spring is when life's alive in everything beautiful. Everything grows better with love. Schön. Falling in love. Just love.
Und dann ist nur hier unten ein italienischer Spruch. Irgendwas mit Musik. Musica Questa. Keine Ahnung, ich kann das nicht. Blamier mich nur. Ja, das war's. Das war mein Millicré-Haul. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob euch die Sachen gefallen haben oder nicht. Oder ja, egal. Lasst mir einen Kommi da. Wer möchte, kann mich auch gerne abonnieren. Ich werde versuchen, wenn es mir jetzt wieder etwas besser geht, wieder öfters ein Video zu drehen. Aber wenn es nicht geht, momentan geht es einfach nicht. Und deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Eure Biggie. Ciao, ciao.